Es geht weiter mit der einfach online arbeiten und in dem nächsten Interview habe ich den Firas bei mir, Firas Al-Kurdi. Mir hapert es bei der Betonung noch ein bisschen, das üben wir noch. Der Firas ist von der Firma, die uns diesen wunderbaren Raum hier zur Verfügung gestellt hat. Und das ist ein ganz, ganz neues Produkt von denen. Der Cube, dieses sechseckige Räumchen, hat in dem ganzen neuen Arbeiten-Szenario eine ganz besondere, sehr, sehr pfiffige, wie ich finde, Rolle eingenommen. Und das werden wir jetzt in dem nächsten Viertelstündchen, 20 Minuten kurz miteinander besprechen, damit Sie so ein bisschen mitkriegen, was machen die eigentlich da auf der CeBIT und was haben die für einen Raum, in dem die da sitzen? Wie kommt das, dass sie so einen guten Ton haben? Weil draußen ist doch echt laut. Und wir sind hier relativ relaxed. Firas, erzähl erstmal, wer du bist, was du machst und warum du das alles so machst. Okay, also ich bin Firas Al-Kurdi, ich bin der Manager, Business Development Manager von HAK System. Ich habe mich in den letzten 2 Jahre mit dem Thema Modern Work, Modern Working, also beschäftigt. Aber bei uns ist Modern Work, also wir sind Cloud Service Provider und wir hatten dieses Begriff schon also sehr lange gemacht, seit 7 Jahren. Und jetzt haben wir einen Schritt nach vorne gegangen und wir sind jetzt in dem Modern Working, aber mit der Arbeitsumgebung. Ihr seid, das muss man auch ein bisschen erklären, ihr seid eigentlich ein Cloud Service Provider. Ja, also die Hosted Cloud. Alles in der Cloud, genau. Keine Sachen im Unternehmen und kommt jetzt mit einem Produkt, was ein Möbel ist, besser genau. gesagt. Also wir wollten unsere Cloud Services mit dem Möbel verbinden. Und der Grund war, dass wir haben gesehen, dass die Technologie ist vorgeschrittener als der Büromöbel. Und wir wollten die Vorteile von der Unified Communication zum Beispiel, Sky for Business Status, in den Möbel integrieren. Aber der Hauptgrund war, dass die Probleme oder die Nachteile von der modernen Arbeitsumgebung oder dieses Bürolandschaft heißt das auf Deutsch. Also wir haben gesehen, in den letzten Jahren, die Firmen wechseln von dem klassischen Büro, dieses Räume, also in der Fläche, zum dieses Bürolandschaft. Aber trotzdem ist es schon alt, dieses Konzept Bürolandschaft von Quick Burner seit 1960. Aber die Leute jetzt also gehen daran. Die Idee war, dass wir eine lange Forschung gemacht haben, es hat seit 2 Jahren angefangen. Und diese Forschung hat gezeigt, dass die meisten Mitarbeiter leiden unter Lärm in dieser Arbeitsumgebung. Wir haben auch eine Befragung gemacht und die meisten oder 87% von den Mitarbeitern haben die klassische Büro ausgewählt als die beste Arbeitsumgebung. Was aber gleichzeitig die klassischen Büros sind für Unternehmen nicht kosteneffizient, weil die Fläche ist verschwindet. Kann man also nicht zusammenarbeiten. Deswegen haben wir unsere neue Konzept vorgestellt, die hybride Workplace. Die hybride Workplace ist dieses, es zeigt die Future oder die Zukunft von die Büro oder Büros oder Arbeitsumgebung. Hybrid heißt, ihr verbindet zwei Welten miteinander. Ich mutmaße jetzt mal die alte und die neue. Das heißt, ihr habt den Cube, wie er oder den HXA Cube auf Neudeutsch betont, den ich nenne ihn einfach mal HXA Cube, wie er hier steht, den habt ihr mit der traditionellen Welt verbunden. Wie habt ihr das gemacht? Okay. Zuerst, was wir das erste war, dass dieses Privatatmosphäre in die Arbeitsumgebung reinzubringen. Wir haben einen Raum entwickelt, der besonders für Akustik, also die wenigste Akustik, zu erreichen. Dieses Raum ist integriert mit Material, die besonders für dieses Akustik, also und dieses Raum ist implementiert ein Lego-Konzept. Dieses Lego-Konzept ist, dass dieses Raum kann in 2 Stunden in der Arbeitsumgebung integrieren kann. Das heißt, das kann man nur die Teile einstecken auf jede andere und dann geht's los. Also das heißt, das Ding ist hoch modular. Das Lego-Prinzip versteht jeder. Und ihr seid in der Lage, so einen Raum in 2 Stunden irgendwo aufzubauen.
um ihn dann, so wie hier bei uns jetzt als Videokabine vermutlich weniger zu nutzen, mehr vermutlich um als kleinen Besprechungsraum in dann die ganzen Landschaften zu bringen, die kaum mehr Besprechungsräume haben, weil da stimme ich dir zu, wir sind ja auch mit Neuwork als Berater in diesem neuen Arbeitenwelten unterwegs und das, was wir oft sehen, ist, man möchte in die Fläche gehen, was schön ist, vergisst dabei aber die Rückzugsmöglichkeiten und dazu ist der Raum eine Antwort. Ja. Und um dieses Konzept, das heißt, dass wir einfach integrieren überall in der Fläche. Und kann man das bewegen, also überall hinstellen, dass diese Räume sind bewegbar. Das heißt, kann man einfach abheben. Also wir haben ein System integriert, das heißt, dass die Räume können abgehebt und verschieben in der Arbeitsplatz. Der hebt sich von alleine hoch? Von alleine, komplett von alleine. Ich brauche keine 10 kräftigen Männer, sondern der lässt sich von alleine heben? Einfach alle über die Technologie. Okay, und was mit den Kabeln? Also die Kabel sind schon alle integriert. Wir haben einen professionelle Leute für die Verkabelung. Und die Teile sind schon verkabelt, alles verkabelt, einfach stecken. Wir haben die Kontakte, die wir entwickelt haben, auch alles auf jedes andere Element stecken und geht's los. Was kommt noch dazu? Das zweite Produkt von uns ist die HXA Desks. HXA Desks ist die andere Teil oder die Komplementär von der HXA Cube. Das heißt, wir haben einen Desks oder ein Büros entwickelt, die der Unified Communication, zum Beispiel Skype for Business Status, integrieren. Die Idee war, dass auch die Störung oder die auf Englisch Disturption in der Arbeitsumgebung weniger zu nehmen. Dazu muss man sagen, wenn man mit diesen Unified Communication Diensten, die ihr in der Cloud anbietet, arbeitet, dann ist man in der Lage, seinen Verfügbarkeitsstatus, also ob ich jetzt gerade telefoniere, ob ich gerade eine Ausarbeitung mache oder ähnliches, durch eine Farbe anzuzeigen, quasi ampelähnlich. Und ihr habt jetzt diese Ampel in den Tisch integriert. Genau, verstehe ich das. Genau. Durch dieses beide Produkte haben wir dieses, kommt denn die komplette Konzept ist die Hybrid Workplace. Also private Atmosphäre, wo man also für uns, also bei uns in der Firma, die Entwickler braucht immer also ruhige Ecke oder ruhiger Platz zu arbeiten. Deswegen arbeitet immer in der Cube, also allein, weil er macht kreative Arbeit oder Entwicklung. Das braucht immer Ruhe. Und wir arbeiten immer zusammen in dieses Open Space oder Bürolandschaft. Und wir haben die beide zusammen und wir haben gefunden, das ist die beste Lösung für die Mitarbeiter. Ja, das heißt, die Kombination von dann, so habe ich das verstanden und so habt ihr mir es im Vorfeld erklärt, Tischen, die optimal zu dem Cube passen, in den Längenmaßen und ähnliches, dran anders herangestellt werden, baut Inseln, wo Mitarbeiter sitzen, normal arbeiten können und für Besprechungen oder ähnliches oder auch mal 2 Stunden ruhig arbeiten, in so einen Cube sich zurückziehen können, um so ein ganz anderes Arbeiten in einer offenen Fläche zu realisieren. Ja. Das ist ein interessantes Konzept, das habe ich so oft noch nicht gesehen. Und was mich besonders interessiert, sind halt die Integrationen. Ihr habt hier IoT, redet hier jeder drüber, also Internet of Things, Funktionen mit in den Raum integriert. Ja. Nicht nur das Licht, was ja nun relativ einfach ist von der ersten Idee her, sondern auch weitere Dinge wie die Steuerungsmöglichkeiten, Kalender, Klima und Ähnliches. Ja. Also unsere IoT-System, wir haben eigentlich 2 IoT-Lösungen hier integriert. Das erste ist die Roomkalender-App. Dieses Roomkalender-App, also ein Konzept noch dazu für die Hybrid, ist die Agilität. Also agil arbeiten ist die Idee ist, dass wir dieses Arbeitsplätze teilen immer zwischen den Mitarbeitern. Das heißt, die Mitarbeiter einfach auf den Arbeitsplatz gehen, reservieren, arbeiten. Also komplett agil. Die Roomkalender-System bietet eine Funktion, dass man durch den Exchange oder unsere gehostet Exchange oder normales Outlook den Raum buchen kann und dann ein Meeting machen. Damit können wir ein bisschen die Ressourcen organisieren. Das zweite Lösung ist das Room Environment Control. Die Room Environment Control ist ein Automation System, aber es ist
nicht normales Automation System. Wir sehen das jetzt überall, den Automation System jetzt hier in der CBT, überall. Unser Automation System ist ein bisschen intelligenter, weil wir haben in diesem Raum die Spracherkennung integriert. Dieser Raum ist der erste Raum, da man kann einfach mit Spracherkennung also alles kontrollieren. Das heißt also Licht an, Licht aus, Luft an, die Klima anpassen und so weiter. Das zweite Eigenschaft von diesem Automation System ist die Energy Saving Mode. Oder Energy Saving Mode ist ein System, ist entwickelt, um die Strom zu sparen. Wir sehen jetzt, wir kommen uns an der Umwelt, deswegen haben wir dieses System entwickelt. Dieses System zählt, wie viele Leute in der Raum sind, und dann richtet der oder die Klimaanlage abhängig von den Zahlen von den Leuten. Eine Technologie, die wichtig für die Cube ist, dieses Glas. Das Glas hier ist ein schaltbares Glas. Das heißt, wenn ein Meeting da drin gibt, ist dicht. Und wenn kein Meeting gibt, dann ist durchsichtig. Also einfach, wenn ein Meeting läuft auf der App sagt zum Cube, Klima an, also die ganze Umgebung einrichten um ein Meeting, der Glas also dicht und so weiter. Das zweite ist auch, um die Präsentation hier zu halten, wir haben hier, dieses Glas ist full, also touch, das kann man als Präsentation hier behalten und die beste Umgebung, um diese Präsentation zu machen. Das hört sich wie so ein Future Hightech vollgesteckter Raum an. Wir werden morgen noch eine oder am Donnerstag noch eine Session machen, wo wir das Ganze auch einmal live zeigen. Dazu reicht jetzt gerade die Zeit nicht, ja. Wo wir dann einfach mal diese Dinge auch anfassbar machen. Ja. Ich kann auf jeden Fall über die Klimaanlage schon mal sagen, das ist sehr angenehm. Ich sitze jetzt schon den zweiten Tag hier in dem Raum und arbeite hier, führe die Interviews. Das ist ganz angenehm. Auch die Akustik hilft es, hier zu arbeiten. Wo geht die Reise hin und wie kommt überhaupt ein Cloud-Anbieter auf die Idee, Räume zu bauen? Ist das bei euch per Zufall entstanden? Du hast vorhin gesagt, ihr habt gesehen, die bisherigen Räume, denen fehlte so viel. Wie habt ihr damit angefangen? Also zuerst also haben wir also wir mögen wir haben also wir hatten die Idee schon, dass wir immer zusammenarbeiten wollen. Aber manchmal geht es nicht, weil wir sind Cloud Service zum Beispiel Anbieter und manchmal die Callcenter von uns also stört die anderen Mitarbeiter. Trotzdem wenn es sehr gut sehr also zum die Kenntnisse zu teilen und so weiter. Aber manchmal ist nicht die beste Situation. Deswegen haben wir nachgedacht, dieses Raum zu bauen. Also dieses haben wir also unser Forschungsteam hat also nach also in 2 Jahren das geplant und wir haben das so entwickelt, dass wir dieses Privatatmosphäre kriegen. Ja, okay. Ja. Also durch also Selbstexperience. Ihr habt den Bedarf selber gehabt, genau. In eurem Unternehmen und da ist ein Produkt rausgekommen, was ihr jetzt als Cloud-Anbieter, wer hätte es gedacht, auf einmal als Möbel- oder Büroeinrichtungsanbieter in den Markt bringt. Und wir sind hier wirklich in einem der ersten Modelle, die auf der CeBIT gezeigt werden. Und ihr seid gerade dabei, das ganze Produkt Richtung Marktreife zu bewegen. Ja. Schön. Da freue ich mich drauf. Wir haben die ganzen Lösungen eigentlich durchgesprochen. Ich denke mir, wir werden die nächste Session dann einmal live zeigen, was das ganze Ding kann, wie sich das anfassen kann. Da freue ich mich drauf und sage an der Stelle, Firas, vielen Dank für deine Zeit. Ihnen mag ich mit auf den Weg geben. Wir machen hier nach einer kleinen Pause in der EOA 16 weiter mit dem Dr. Joachim Köhler vom Fraunhofer Institut. Der wird um 17.15 Uhr hier sein. Und bis dahin schauen Sie nochmal in die anderen Videos, die wir haben. Geben Sie uns ein paar Kommentare unter dem Video oder auf unserer Facebook-Seite. Ich freue mich, mit Ihnen in Kontakt zu treten und auch weitere Infos vom Firas und diesem tollen Raum stellen wir als Kontaktkanal her. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank, Detlef, und viel Erfolg. Dankeschön, tschüss. Tschüss.